Willkommen, willkommen, willkommen bei Our History Untold, bei unserer Partie mit den Franzosen. Immer noch auf Twitch live, YouTube in der Aufzeichnung, am 11. Oktober 2024. Hier vorne wehen die Armee- und Kriegsflaggen über einer brennenden Stadt. Es ist Madrid, die Hauptstadt der Franzosen. Nein, der Spanier. Oh Gott, ich fange jetzt schon an, die Stadt französisch zu nennen. Unfassbar. Dabei war das nur ein Blick in die nahe Zukunft. Unsere Truppen marschieren hier rein. Wir wollen die Stadt einnehmen und wenn wir uns Madrid geholt haben, marschieren wir danach nach Oliva rauf. Wir könnten vorher sogar... Oder wir vernichten die Städte vorher noch hier. Das wäre eine Option. Der Krieg ist vorbei, wenn wir das Reich, wenn wir die Stadt eingenommen haben. Vielleicht mal sogar noch einen Abstecher. Und räumen einmal komplett auf. Wisst ihr was, das könnt ihr gleich mitentscheiden. Ich frage, also auf YouTube geht es gerade nicht, aber liebe Leute auf Twitch, ruft mir doch gerne mal zu. Wie fändet ihr das, wenn wir Madrid und Oliva einnehmen, aber mit unserem einnehmenden Wesen vorher Huesca und Teruel zerstören. Nicht behalten, nur zerstören. Ist nur so eine Idee. Nee, alle einnehmen nicht. Es gibt so hohe Zufriedenheitsstrafen, weil wir nur 8 Städte haben können. Wir müssten die beiden wirklich dem Erdboden gleich machen hier. Ja? Überlegt mal, ob ihr das so haben wollt. Danach zurück nach Paris und einen Siegestriumphbogen bauen. Den könnten wir zwar schon nennen, L'Arc de Triomphe. Ist gerade so eine Idee von mir. Ein Zug weiter hier. Ja? Und die Schlacht in Madrid. Wir haben die in einer Runde erobert. Nein. Wir haben die in einer Runde erobert, die Stadt. Die hatte keine Verteidiger mehr. In einer Runde. Die Hauptstadt der Spanier. Eingliedern. Die gliedern wir ein. Und mit den Truppen ziehen wir weiter. Jetzt müssen wir uns entscheiden, Leute. Räumen wir einmal komplett auf. Also zumindest hier, das liegt da auf dem Weg, oder? Ja? Weil die bauen uns nur zu. Wir können auch 20 Runden lang... Komm, wir machen das einmal. Wir schienen auch nach rechts nochmal weiter durch. Geht's einmal hier hin und wieder zurück. Gibt doch nur Ärger hier. Dann können wir auch besser expandieren, haben schönes Territorium. Ja, Teruel noch übernehmen. Übernimm dich nicht, Matze. Ich hab dich auf dem Kieker. Wir haben einen Anspruch erzeugt. Jetzt können wir erstmals eine neue Region dazu nehmen und wieder Experten verteilen. Wir schauen mal, wo wir coole Ressourcen bekommen. Schweine. Wir brauchen doch dringend Pökelfleisch. Die können wir uns hier vorne holen. Edelsteine. Ah, die haben wir alle schon hier vorne. Das ist lame, das ist lame, das ist lame. Hier ist eine Kleinstadt der Griechen. Das hier haben wir noch nicht. Die beiden wären naheliegend hier. Ach, wisst ihr, was wir auch brauchen? Wir haben noch keine... Die Docks erforschen wir demnächst, um Schiffe zu bauen. Wenn man einen Dock baut, das geht nur an einem Strand, erhöht sich die Bauproduktion in der Stadt um 10%. Dafür brauchen wir Territorium hier vorne. Das hier... Ist hier schon was? Nein. Was ist das für ein Territorium hier? Wo sind wir denn hier? Ach hier, das ist ein Vierer. Mit zweimal hier vorne. Jetzt klemmen wir mal hier auf der rechten Seite den Elsass holen bei uns. Mit Farbstoffen und mit Schweinen. Und Experten können wir wieder vergeben. War das gerade die Stadt mit den... Nee, Mühle im Bau, große Feuerstelle, bla 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 bla. Noch einmal einen Schmied boosten, um noch mehr Metalle herzustellen. Im Augenblick verbrauchen wir mehr, als wir haben. Oh Leute, die brauchen wir dringend im nächsten Zeitalter, im Mittelalter für Truppen. Wie viel stellen wir jetzt her? Mit Kupfer wird es geboostet. Mit Eisen kann man es temporär boosten. Solange wie es geht. Einmal mit Eisen boosten.
Und jetzt stellen wir deutlich mehr davon her. Wo verbrauchen wir die denn? Wer von euch weiß auswendig, wo wir die Metallbarren verbrauchen? Wer von euch weiß das? Weil das ist eindeutig zu wenig. Wo verbrauchen wir die Metallbarren? Wir können auch einen weiteren Experten raushauen. Noch mehr Salz, bitte. Ja, einmal hier und eine Stadtbauproduktion drauf. Klasse. Metallwerkzeuge herstellen ist geraten gerade. Wir gehen mal gucken oder wir suchen mal in der. Ach, wir suchen mal in der Liste der Werkstätten, ob hier Metalle auftauchen. Ja, tatsächlich, da sind die Metallbahnen. Und die nehmen wir mal raus. Die brauchen nämlich sehr bald. Das mache ich nicht mehr. Wir könnten 15 Geld reinstecken. Wie viele Metallwerkzeuge haben wir? Fünf. Wir nehmen mal den Boost komplett raus. Dann produzieren wir immerhin eins. Ach komm, eins pro Runde reicht auch. Naja, komm, so machen wir das hier. Völlig okay, das reicht auch. Oh Leute, wir haben. Kann es sein, dass wir nirgendwo Zahnräder herstellen? Das wäre echt saudoof. Wir stellen nirgendwo Zahnräder her. Wie doof ist das denn? Einmal Athen-Check. Wie viele Räder haben wir? Unmengen. Wir wechseln hier mal auf Zahnräder. Das und packen rein. Ja, die Metallbahn. Vermögen 3. Materialien 3. Wir haben einen Riesenüberschuss und nochmal 5 Geld. Also 3 Runden ein Zahnrad. Also das wäre echt wichtig. Und dadurch geht es schneller. Da machen wir noch einen drin. Da müssen wir uns einen aussuchen. Da muss nur ein Experte rein. Bei den Reiskörnern oder beim Kupfer nehmen wir einen raus. Und jetzt gucken wir mal den Unterschied uns hier an. Im Augenblick produzieren wir 0,3 pro Runde. Und jetzt 0,5 pro Runde. Das ist ein entscheidender Unterschied. Die Zahnräder sind super wichtig. Die brauchen wir in ganz vielen Betrieben für die Ausstattung. Ich würde sogar gerne, wir könnten sogar noch eine Werkstatt irgendwo bauen. Oder wir suchen uns ein Produkt aus, von dem wir zu viel haben. Seile zum Beispiel. Dann sagen wir, stellen hier um von Seilen auf Zahnräder ebenfalls. Plus 2 Gold nur noch jetzt. Alle 4 Runden, auch da suchen wir uns einen Experten aus. Schauen, ob wir bei den Erntegeräten einen rausnehmen können. Wir können hier bei der Nahrung einen rausnehmen. Und jetzt stellen wir den, wo war es, hier wieder ein. Achtung! Im Augenblick produzieren wir 0,3 Gegenstände pro Runde und ich wette, hier sind es wieder 0,5. Ha? Zahnräder 0,3 pro Runde. Immer noch 0,3. Wo ist gerade mein Denkfehler? Ich nehme den nochmal raus. Alle 4 Runden, Gegenstände pro Runde 0,3, Produktion 155. Produktion 195, aber gerundet immer noch 0,3. Immerhin. Besser als nix. Ja, genau. Barak schreibt zu Recht, vorher war es vielleicht 0,25, jetzt ist es 0,34, irgendwie so eine Geschichte. Jetzt haben wir die zweimal drin. Ich könnte mir sogar vorstellen, die nochmal irgendwo reinzupacken. Wir könnten die Räder erstmal rausnehmen. Weil von denen so viele haben, ne? 14 Stück. Nochmal Zahnrad, da gehen wir vorübergehend in die Miesen für. Minus 5 Gold. Nehmen wir mal hin. Diplomatisch mögen uns nicht alle wirklich. Ein neuer Anspruch ist da. Mal gucken, wohin wir damit gehen. Das ist Athen. Was holen wir uns neu dazu? Das ist die Hauptstadt, die Ex-Hauptstadt der Griechen. Oh, viele coole Geschichten. Fleisch brauchten wir. Hier da vorne sind die Bisons. Hier gibt es nochmal Edelsteine. Kakao können wir uns neu holen.
Hier vorne gibt es Blümchen, da vorne gibt es Getreide, das brauchen wir auch. Das sieht alles super lecker aus hier. Da können wir ganz viele coole Sachen holen. Hier rein für Getreide. Wir wollen noch viel Brot herstellen, viel konsolidierte Lebensmittel. Die Jagdlage ist immer so teuer im Bau. Bisonherde, ich würde hier unten hingehen. Und dann können wir gleich auch noch in verschiedenen Städten noch solche Experten verteilen. Gucken wir uns gleich an. Eine Fertigungswerkschlange ist leer. Wir haben eine Bäckerei gebaut. Und wir stellen ein. Das ist die zweite, ne? Nochmal Brot und danach, im Augenblick stellen wir her ein Brot pro Runde. Wenn wir jetzt anfangen würden mit konservierten Lebensmitteln, könnten wir die boosten mit Brot, mit einem Brot pro Runde. Sollte ich erstmal einen Vorrat aufbauen? Wir machen erstmal noch einmal Brot, bitte. Erst nochmal Brot. Brauchen zweimal Brot, einmal konservierte Lebensmittel. Salz und nochmal Getreide. Experten. Wir organisieren uns wieder Experten. Da ist einer, mindestens einer frei. Jetzt organisieren wir uns noch einen Experten. Von irgendwoher. Schauen, ob wir einen finden am ersten bei den Erntegeräten. Mit Salz boosten. Genau, haben wir ja gerade gemacht. Können wir irgendwo einen mopsen? Hier vorne Reis mopsen. Wir sind dick im Plus. Einmal Reis weg. Und einmal bei der zweiten Bäckerei hier ins Brot rein. Hier sind wir am Scouten. Hä? Ach, schaut mal. Das ist ja komisch. Die Region ist unpassierbar. Wir können auf den Ozean noch nicht drauf. Wir könnten hinten rum. Können wir übers Land hier unten hin. Oh, dann machen wir das mal. Dann ziehen wir mal hier hin. Und sammeln hier nochmal was ein nachher. Hier können wir auch noch einen Gesandten. Die Experten machen wir gleich. Zuerst mal alle Bauprojekte durchgehen. Bäckerei hatten wir gerade eingestellt. Perfekt. Erstmal die Einheiten ziehen. Den hatten wir hier in diesem Stamm in Sicherheit gebracht. Ja, den ziehen wir hier in die... einmal heilen. Das dauert allerdings lange, ne? Wir heilen mal vor Ort. Und setzen drauf, dass die Spanier uns da eventuell nicht erwischen. So. Rest ist egal. Jetzt können wir, jetzt müssen wir dringend nochmal in allen Städten gucken, ob wir Experten noch zuteilen können. Die Mühlen, was ist mit den Mühlen, Regenbogen? Die Mühlen mit Salz boosten. Haben wir denn schon Mühlen gebaut? Wir haben gar keine Mühle. Die kommt noch. Oder meinst du die Bäckereien, Regenbogen? Haben wir die schon beide mit Salz geboostet? Die ist mit Salz geboostet. Und die ist auch mit Salz geboostet. Alles gut. Ob wir Mühlen bauen? Wir bauen schon eine Mühle. Haben wir gerade eben eingestellt. Wir hatten zwei Mühlen eingestellt in zwei Städten, Regenbogen. Das hatten wir uns eben überlegt und alles schon gemacht. Warst du vielleicht einen Moment nicht da? Was nicht so schlimm wäre. Dann wollten wir... wurde ich gerade ein bisschen rausgerissen. Was wollten wir gerade machen? Ach so, Experten. In allen Städten einmal checken. In mehreren konnte man noch Experten einstellen, glaube ich. Hier nicht. Hier, da kann man noch einen verteilen. Wie viel Fisch produzieren wir? Genug? Schmuck produzieren wir, wollen wir im Augenblick gar nicht. Weitere Metallbarren, die brauchen wir ganz dringend. Nachher für die neuen Truppen. Ach, schaut mal, hier ist ein ganz altes Steinwerkzeug drin. So ist alle zwei Runden, statt alle drei was da. Da kommen gleich noch die Zahnärzte, die Zahnräder rein. Und hier noch ein Experte. Mal gucken, was sich hier verändert dann. So, einmal raus. Achso, überall die Experten checken.
Alle sind versorgt. Das ist die Stadt Madrid, die wir gerade eingliedern. Okay. Alles klar. Eine Runde weiter, ne? Ah, wir müssen die Annehmlichkeit noch einmal checken. Hier laufen die Körbe gleich aus. Die stellen wir auch nicht mehr her. Nahrung, guck mal hier. Ja, das ist ja komisch. Jetzt haben wir plus 2 Nahrung und hier funktioniert das Wachstum. Und woanders stand mal plus 2 Nahrung und es tat es nicht. Das verstehe ich nicht. Wir schmeißen die Körbe raus. Was packen wir für die Körbe rein? Das ist eine wichtige Stadt. Zufriedenheit ist schon fast mein Maximum. Wenn die Gesundheit boosten würden, dann würde die Stadt schneller wachsen. Kräuterarzneien. Alle 10 Runden. 15 Gesundheit mehr. Das ginge. Gourmetgerichte gingen in dieser großen Stadt auch. Mehr Wachstum, mehr Gesundheit. Zufriedenheit wäre verschenkt hier. Getreidelager, Nahrung statt Wachstum. Das wäre auch eine Option. Das können wir machen. Von denen haben wir viele. Getreidelager ist eigentlich ein Must-Have in jeder Stadt, finde ich. Zack, einmal rein. Ja? Nein! Madrid, können wir jetzt schon Annehmlichkeiten einstellen? Jetzt schon? Schaut mal, die Stadt wird gerade eingegliedert. Wir können jetzt schon Sachen einstellen. Also minus 18 Nahrung ist natürlich ein bisschen doof. Da müssen wir sofort was machen. Wie groß ist die Stadt? Die hat 9 Bewohner. Wir müssen die Gesundheit boosten und mal gucken, was sonst. Wir nehmen die Klassiker erstmal. Die, bei denen wir wissen, dass schön was passiert. Auch hier Getreidelager, genau wie drüben, produzieren wir in rauen Mengen. Das Nahrungsminus ist dann weg und Stadtwachstum ist da. In 4 Runden. Projekte können wir noch nicht wählen, aber das können wir machen. Wie geht's weiter? Wir müssen dringend die Gesundheit noch boosten. Weil die Gesundheit ist der Modifikator fürs Wachstum. Die Zufriedenheit ist recht hoch, der Rest ist mir egal. Ich hätte gerne irgendwas, was viel Gesundheit bringt noch. Gewänder, dann wäre die Stadtzufriedenheit beim Maximum. Und die Gesundheit, wer hätte auch nochmal einen Boost? Und wir stellen genug davon her. Ja? Oder wir nehmen gleich die Gourmetgerichte und dann wächst diese Stadt noch mehr. Bevor die noch mehr wächst, wir gucken mal, wie das mit den Zonen aussieht. Es gibt relativ viele, die wir noch bebauen können. Okay. Dann lass uns doch hier das Gourmetgericht gleich nehmen. Oder wir bauen da erstmal einen Vorrat auf bei den Gourmetgerichten. Wir machen einmal zum Start 5 können wir einstellen. Die Kräuterarznei. Damit die Gesundheit weiter steigt, dann Wohlstand und Gesundheit, Metalltöpfe werden im Augenblick nicht hergestellt. Gewänder, dann ist die Zufriedenheit auf dem Maximum, Gesundheit steigt und der Wohlstand auch. Davon haben wir auch einen Vorrat. 2 weitere noch. Festmahl, der Klassiker, das gehört eigentlich überall rein. Aber die Zufriedenheit ist jetzt schon auf dem Maximum. Das brauchen wir gar nicht mehr. Ich glaube, mehr als 100 geht gar nicht. Wir haben die Schwelle schon erreicht hier. Das wäre verschenkt. Also in Zufriedenheit würde ich gar nichts mehr reinstecken. Den gesalzenen Fisch können wir nehmen. Noch mehr Nahrung, noch mehr Gesundheit. Muss alle 3 Runden allerdings ausgetauscht werden. Sicherheit ist gerade egal. Statt Wissen wäre cool, damit die Forschungspunkte einen Boost bekommen. Wir stellen den Schmuck ein. Ne, die Zufriedenheit wäre wieder verschenkt. Also die Tuniken wäre eine Option. Und nochmal der Fisch hier. Und jetzt wird er verbraucht. Passt immer noch. 1,2 produzieren wir. 0,7 pro Zug werden verbraucht. Und jetzt noch eine letzte Sache, also Forschung und Wohlstand boosten. Sicherheit ist mir egal, das bestimmt, wie gut die Truppen auf unserem
Territorium hier kämpfen, vor Ort. Und wer soll hier? Hier ist ja kaum jemand, der mit uns kämpft. Metalltöpfe stellen wir nicht her, Mitch, im Augenblick. Dann müssten wir extra die Produktionen anschmeißen. Und Gesetzbücher ginge für Wissen statt... Ja, Gesetzbücher wäre eine Option. Was hatten wir für die Forschung? Nur den Kodex. Forschungspunkte oder Geld? Gehen wir in den Kodex rein und die Sicherheit hier. Einmal hier rein, so, zack. Das lassen wir durchlaufen und eins weiter. Ein Zug weiter, nochmal... Ja, eine Runde weiter, ne? Alles okay. Haben wir an alles gedacht. Gleich kommt auch eine Forschung durch. Und als nächstes Madrid wird jetzt eingegliedert zur achten Stadt. Dann Huesca zerstören, dann Oliva. Kerzen. Und die werden wiederum hergestellt in den zentralen Gebäude der Stadt. Und dann können wir dort auf... Nee, die werden hergestellt in Werkstätten. Wir brauchen ein paar Werkstätten mehr noch. Und aber vielleicht auch in Madrid sind sicher Werkstätten, der Stadt, die wir gerade erobert haben. Und Festival stellen wir jetzt hier in den Stadtzentren. Bevor wir irgendwas weiteres machen. Ein Casus Belli gegenüber den Griechen freigeschaltet. Vermutlich, weil wir hier gemeinsame Grenzen jetzt haben. Aber den können wir noch nicht den Krieg erklären, weil wir denen einen hatten. Das geht erst in 7 Runden. Und Madrid gehört jetzt uns. Lebensbalken muss noch heilen. Sehr schön, Madrid gehört jetzt uns. Eine Wohnung gleich bauen. Erstmal gucken, ob wir irgendeine Ressource noch anschließen wollen. Hier unten zum Beispiel. Safranblüten, die haben wir, glaube ich, bislang noch gar nicht, ne? Safran oder Gewürze zur Auswahl. Damit wir das nicht vergessen, dafür brauchen wir einen Hof. Das machen wir mal als erstes. So, wir brauchen auf jeden Fall gleich Wohnungen fürs Wachstum. Die sollte man in der Innenstadt immer bauen. Weil es dann nicht nur 3, sondern 5 Wohnraum gibt. Wie viele Werkstätten haben wir hier? Eine? Eine Werkstatt. Und eine gut ausgebaute große Feuerstelle. Immerhin, wir haben einen weiteren Keramikladen gerade bekommen. Wir haben 2 Drogerien erobert. Wie cool ist das denn? Wir haben 2 Keramikläden bekommen, 2 Drogerien, eine Werkstatt, eine große Feuerstelle. Und wir bekommen noch mehr Nahrung, noch mehr Holz. Trauben, Reis, Holz, Reis oder Wolle ist das, ne? Wolle und Teeblätter. Okay. Wir stellen erstmal überall... Wir gehen erstmal in die Verbesserung, nee, in die Erntegeräte rein. Also in die Rohstoffbetriebe und statten die mit dem Besten aus, was wir haben. Einmal Metallwerkzeuge. Den Holzfäller lassen wir erstmal drin. Das wäre ein Experte, den man potenziell rausnehmen könnte. Hier in dem Hof ein Pflug, etwas mehr Nahrung. In dem Hof etwas mehr Wolle. Steinwerkzeuge gegen Metallwerkzeuge. Jetzt sind schon keine Pflüge mehr da. Einmal Metallwerkzeug. Das war's. Jetzt schauen wir uns einmal die Verbesserung, die Fertiger an hier vorne. Große Feuerstelle fangen wir an. Ja, hier sind schon diverse Geschichten drin. Und jetzt wollten wir die neuen Festivals produzieren. Mal gucken, ob wir das hier hinbekommen. Wir haben eine sehr hohe Zufriedenheit und so weiter. Ich bin mal optimistisch. Alle 21 Runden wird ein Festival hier hergestellt. Mann, Mann, Mann. Mal gucken, ob wir das irgendwie verändert bekommen. Experten haben wir noch keinen drin. Damit fangen wir mal als erstes an. Dass wir einen Experten irgendwo abziehen und hier reinpacken. Wir stellen mal einen von den Nahrungsleuten, werfen wir raus. Krass. 4 Unterschied. Ja, wir haben 2000 Nahrung auf Vorrat, in der Stadt ein Plus von 35. Einmal raus. Eine Experte drin und
11 Runden statt 21. Was für ein Unterschied. Und hier unten sieht man, das bringt am meisten Produktion. Der Slot hier. Gesalzener Fisch. Ah, wir haben jetzt schon zu wenig in der Produktion. Brot. Ja. Ein Brot pro Runde. 2,5 produzieren wir. Sehr schön. Alle 6 Runden. Jetzt noch die kleineren Quellen. Sirup. 0,2... Können wir reinpacken, aber es ist in kürzester Zeit ausgelaufen. Stoff. Naja, stellen wir auch nicht her. Also alle 6 Runden ist dürftig. Wir müssten Geld investieren. Wir haben plus 16 Gold gerade. Hier kann man 10 Gold reinstellen in den Slot. Und hier auch. Wir füllen mal einen auf hier. Und schauen, was passiert. Ja? Wir müssen gucken, dass wir irgendwo Stoffe herstellen. Bei Webern. Damit wir das Gold hier rausnehmen können. Alle 4 Runden. So, noch einen. Da haben wir ein dickes Minus. Das lassen wir mal weg hier. Das ist das Festival, gut geboostet mit Experte und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendeinen Weber beauftragen können mit Stoffen. Und davon stellen wir jetzt alle 4 Runden ein Festival her. Weber-Check. 4 haben wir. Wir stellen her Gewänder, Tuniken. Und ich glaube, die Tuniken, mit denen boosten wir, glaube ich, die Herstellung von Gewändern, oder? Wenn ich mich richtig entsinne. Noch nicht mal. Die Gewänder könnten wir mit Tuniken boosten. Dann ginge das alle 2 Runden. Aber wir haben nicht genug von denen. Warum stellen wir die Tuniken dann überhaupt her? Kurz checken. Warum stellen wir die Tuniken her? Sind die Tugenden etwas, was wir... Die Tuniken, etwas, was wir als Annehmlichkeit benutzen können. 15 statt Wohlstand. Noch setzen wir es nicht ein. Wir brauchen deutlich mehr Weber. Deutlich mehr. Wenn wir erstmal Webstühle haben, wird der Laden brummen. Die können wir... Hier ist doch ein Webstuhl. Können wir die Webstühle schon herstellen? Eine ganze Kette vor uns, vor unseren Augen gerade. Stellen wir irgendwo Webstühle her? Nirgendwo. Wir brauchen mehr Werkstätten, Leute. Eindeutig mehr Werkstätten. Wir holen uns mal eine Stadt... Werkstätten bringen ja 25% mehr Bauproduktion für Gebäude, die in der Region, in der die Werkstatt steht, danach noch produziert werden. Wir könnten zum Beispiel eine Stadt suchen, 38 Produktion ist eine Menge, und mal nach einer Zone Ausschau halten, in der noch nichts gebaut worden ist, hier wie Cordoba oder Granada. Da können wir zum Beispiel damit beginnen hier. Hier unten zum Beispiel oder hier links. Hier ist viel Nahrung, hier machen wir eventuell später Höfe. Hier ist, das ist in nichts spezialisiert. Hier können wir irgendwie eine zusammenhängende Industrie aufbauen. Beginnen wir hier mit einer Werkstatt. 5 Runden immerhin. Werkstatt, Hof, Wohnung und dann weiterkommen. Und ja, also ich würde gerne, wir brauchen, wie viel haben wir mittlerweile, also wir müssen irgendeine Werkstatt mal um Möbel, wie viele Möbel haben wir? 1. Die braucht man auch für die Wohnung, aber die Bonusse sind eher gering. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mal temporär hingehen und die Möbelproduktion mal umswitchen in Webstühle. Temporär. Das ist ja mal, sagen wir mal, 5 Webstühle hier erstmal herstellen. Und die boosten wir mit Holz, sehr schön. Mit Wolle, 1 wird hergestellt, 1 wird verbraucht. Baumwolle, 3,5 wird hergestellt. Und mit Seilen, mit 5 Geld. Mit 5 Geld. Dann schicken wir noch einen coolen Experten rein. Alle 4 Runden. Wir gucken, ob wir einen Experten reinstellen können. In Madrid ist eine Werkstatt untätig. Gucke ich mir gleich mal an.
Schauen, wo wir einen Experten abziehen. Hier nirgendwo. Ach, wie doof. Wir haben nur an tollen Stellen einen. Das ist jetzt doof. Ich weiß gerade nicht, wo wir den... Könnten wir vorübergehend. Wir haben ja in 10 Runden bekommen. Wie viele Experten dazu? 2. Die brauchen wir dringend. Sollen wir temporär das Brot ein bisschen ausdünnen? Von dem wir jetzt schon zu wenig herstellen. Nee, wir stellen es genug her vom Brot. Wir nehmen einmal den Brotexperten raus und packen den, Entschuldigung. Packen den raus. Oh, da war ein Dock. Ein Experte dort steigert die Stadtproduktion. Im Augenblick bei 43 auf 46. Sehr verlockend. Aber wir können nicht alles auf einmal machen. Also von 10% auf 20%. Wir wollten den reinpacken in die Werkstatt. Mit den... Gott, man sucht sich ja einen Wolf hier. Mit den... Ach, hier ist auch einer. In Athen. Okay. War ich gerade in der falschen Stadt? Nein, einmal in Athen. Sehr schön. Alle 3 Runden. Und jetzt haben wir tatsächlich, im Chat hieß es eben auch schon mal, in Madrid eine Werkstatt, die leer steht. Einmal checken. Da ist sie. Steinwerkzeug raus, Metallwerkzeug rein, Seil ist okay. Wir stellen auch hier die Webstühle her. 5 Stück für den Start. Und boosten die mit Holz. Mit Vermögen, auch wenn es ein Minus gibt. Und nochmal mit der Baumwolle. Alle 4 Runden. Wir könnten ja keinen reinstecken. Und das war die Stadt, in der wir Probleme hatten, irgendwo einen abzuziehen. Ne? Einen Experten. Holz. Ja, 5 handwerkliche Produktionen in der ganzen Stadt mehr. Klingt toll, aber ist nicht so viel. Den können wir hier rausnehmen. Den packen wir stattdessen dann rein in die Werkstatt. Und erzeugen dann im Augenblick alle 0,2 Gegenstände pro Runde und dann 0,3. Das ist ein Unterschied. Stellen wir erstmal 10 Webstühle her und dann gucken wir weiter. Okay? Puh, ganz schön fummelig. Macht allerdings auch Spaß. Jetzt gucken wir mal, ob wir in der frisch eroberten Stadt in Madrid überall die Steinwerkzeuge ausgetauscht haben. Haben wir noch nicht, aber wir haben keine weiteren Metallwerkzeuge mehr da. Da müssen wir erstmal sammeln. Hier läuft gar nichts. Kräuterarznei, Kerzen. Für den Boost von Festivals. Wir produzieren doch hier bereits Festivals in der großen Feuerstelle, ne? Und wofür waren die Kerzen? Hier, statt der 10 Gold. Dafür müssen wir eine Kerze pro Runde. Das motiviert mich. Lass uns das mal versuchen. Ob wir in der Drogerie eine Kerze hergestellt bekommen. Eine pro Runde. Im Augenblick alle 7 Runden hier. Wir brauchen ja nachher noch ein Metallwerkzeug. Speiseöl. Wir stellen 1,2 pro Runde her, 1 wird verbraucht. Vermögen, Gewürze. Vermögen, 3 Gold, alle 3 Runden. Wir müssen Geld investieren. Eine Kerze pro Runde, alles gut. 13 Gold in Miesen, das können wir irgendwie ausgleichen. Nachher geben wir noch bessere Gegenstände hier rein. Das schaffen wir noch. Und die zweite Drogerie, oder wir geben beiden Drogerien Kräuterarzneien. In beiden stellen wir Kerzen her. Das Problem haben wir überall dann. So viel brauchen wir gar nicht, ne? Wir stellen hier mal die hier her. Die Kräuterarzneien, oder? Womit kann man die boosten? Oh Gott. Mit Teeblättern, die haben wir.
und sonst mit nichts. Alle vier Runden. Wir machen das einmal, wir verzetteln uns sonst. Wir haben nicht genug Experten und Geld. Wir machen erstmal das hier. Ja, erstmal die Kerzen. Dann können wir den Goldboost bei den Festivals ersetzen, ganz genau. Erstmal die Kerzen. Und die produzieren wir jetzt in schnellem Tempo. In dem Keramikladen wird noch nichts produziert. Hier können wir... Ah, da können wir hier drauf gehen. Die stellen wir im Augenblick nicht her, die Keramiktöpfe. Oder haben die überall schon eingestellt? Einmal hier vorne rein. Ein Steinwerkzeug, zumindest zum Start, ein Rad. Die boosten wir mit Materialien. Das können wir uns leisten. Rest lassen wir erstmal weg. Wo wird sonst noch nichts hergestellt? Martins Pizza. Alles ist Abo. Willkommen bei uns. Grüße an Martins Pizza. Bitte Blumen aus dem Chat. Martins Pizza ist neu bei uns. Liebe Grüße an dich. Neu bei uns ist Martin. Keramikladen auch nochmal. Nochmal hier vorne das Gleiche. Steinwerkzeuge haben wir auf Vorrat, Räder auch. Und jetzt ist, glaube ich, alles da, ne? Alles produziert was. Sehr schön. Läuft. Sehr, sehr fein. Funktioniert. Sodele. Alles friedlich, ne? Sieht richtig friedlich aus hier in unseren Städten. Nachdem wir die Städte erobert haben, ist es danach richtig friedlich drin. Guck mal, der Typ an der Maus. Guck mal, da wo mein Mauszeiger ist, hier vorne. Sieht der Mauszeiger, also ich würde jetzt gerne, da in einem, seht ihr den Mauszeiger? Das ist ein Typ, der tanzt vor sich hin. Genau da, hier, da wo die Maus ist, hier, schaut mal da. Der hört gar nicht mehr auf. Überhaupt, wenn man so ganz dicht rangeht, sieht man oft ganz seltsame Details im Spiel. Und das ist echt mit Liebe gemacht. Das finde ich echt zauberhaft. Manchmal erwische ich Spiele privat ziemlich viel Ara. Obwohl ich öffentlich drüber meckere, privat finde ich es entspannt. Dem ist es auch eher so ein Jammern auf hohem Niveau, weil ich mag das Spiel, aber ich bin so frustriert, weil ich mir denke, das hat so ein Riesenpotenzial und wenn das länger gepolished worden wäre, dass was Cooles da noch viel Cooleres dabei entstehen können. Deshalb überwiegt, wenn ich öffentlich darüber rede, so ein bisschen der Frust. Aber es ist kein schlechtes Spiel. Es ist nur eins, das hätte viel mehr und viel doller noch werden können halt. So und weiter. Einheiten sind untätig. Echt? Achso, die ziehen weiter Richtung zu der Stadt hier vorne, die wir dem Erdboden gleich machen wollen. Die volle Armee. Das ist alles egal, das gucke ich mir nicht an. Eine weitere Technologie bitte noch. Welche holen wir uns? Ah, Sayonara, wer mit der Maus in der Nähe von Leute ist, ist dann winken die oder tanzen. Nee, das wusste ich noch nicht. Interessant. Algebra, Akademien später bauen. Die geben mehr Stadtwissen und die kann man nur durch Algebra freischalten. Das heißt, die sollten wir uns jetzt erholen, später kommen die nicht wieder. Ein Zug weiter. Dinge hergestellt, Metallbarren, Regionen beansprucht. Können wir hier irgendwas noch in die Bauschlange einstellen? Können wir? Oh ja, hier unten. Ein Hof bitte für Weizen. Kommt in die Bauschlange rein. Und diese Region Elsass auch dazu. Ja, Schweine und Blümchen. Farbstoffe bitte auch in die Bauschlange reinpacken. In welcher Reihenfolge? Eisen ist auch noch da. Eisen ist wichtig. Ein Bergwerk für Eisen. Einmal Schweine bitte. Farbstoffe? Nee, eher die Edelmetalle hier links. Hier vorne. Die Edelsteine, ein Bergwerk und dann hier unten weiter. Das wird durch den Hof angeschlossen, die Naturfarbstoffe. Dicke, fette Bauschlange hier. Mann, Mann, Mann. Und weiter. So. Eine Streitmacht ist da eingefallen. Ein Speer gammelt bei uns rum. Er von hat geheilt, der soll ruhig weiter heilen. Technologie ist erforscht, Sachen werden Verbraucher. Eine Runde weiter, komm, eine Runde weiter. Madrid heilt aus.
Hier vorne rein, bitte. Neues Projekt in Meteora bitte auswählen. Was ist denn hier gebaut worden? Das Fischernetz hier vorne. Salz oder Nahrung? Im Augenblick ist Salz nicht voreingestellt. Wir produzieren eigentlich genug, aber ich pack's mal rein. Wenn man das Salz rausnimmt, gibt es 2,7 Nahrung, so gibt es 1,4 Salz. Salz ist wichtiger. Und jetzt brauchen wir hier noch ein neues Projekt, das wir einstellen. Gibt es irgendwelche Ressourcen? Farbstoffe. Einmal Hof und Farbstoffe, bitte. Wohnungen brauchen wir im Augenblick noch keine. Ja. Gibt es irgendwas Wichtiges, was wir in der Stadt noch nicht gebaut? Bäckereien. Ah, wir haben genug Bäckereien, ne? 3 Stück haben wir schon. Handelsposten. Jede Stadt kann einen Handelsposten haben und generiert dann ein bisschen Geld. Unseren Geld. Probleme, auch 3 Runden ist im Augenblick noch nicht so effizient, kann man aber später machen. Ob ich denn meinen Fisch schon selber pökle? Seit Jahrzehnten schon. Das ist mein Hobby, neben Streamen, Fischpökeln. Ja, wahre Geschichte. Ich bin noch Sternzeichen Fische, naheliegende Frage. Also echt, manche Fragen kommen rein, da bin ich, frage ich mich, was soll das hier? Docks, ein Dock pro Stadt, 10% mehr Bauproduktion. Die kann man allerdings nur bauen an der Küste. Mal gucken, ob wir da was finden. Hier ist kein Küstenplatz. Ist hier ein Küstenplatz? Freiheit? Hier, da ist ein Küstenplatz. Ist ein Stück weit. Ja, wir können hier die Docks hinstellen. Wir können hier Docks hinstellen. Das ist eine reine Kosmetikgeschichte. Ist irgendein Gebiet wichtig für uns wirtschaftlich? Das ist unwichtiger. Was sind das da? Eine Steingrube. Später können wir auch Leuchttürme bauen. Ich glaube, einen pro Stadt. Wir könnten hier nebeneinander Docks und Leuchttürme bauen. Hier ist schon was, ein Altar. Dann ist das sowieso Wumpe. Stellen wir hier die Docks hin. Mit den Docks fangen wir an, bitte. Und weiter. Eine weitere Annehmlichkeit wird im Chat gefragt. Danke für den Tipp, sehr wichtig. Was fehlt uns hier? Zufriedenheit fast beim Maximum. Gesundheit könnte noch gesteigert werden. Und Forschung vielleicht. Nahrung brauchen wir demnächst auch. Brote. Alle 5 Züge. 10 Gesundheit. Wir stellen genug Brot her. Mit Brot wollte man noch irgendwas boosten, ne? Boosten wir das schon? Nutzen wir schon in der Mühle diese Geschichte mit dem Brotboosten? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Wo ist unsere Mühle? Haben wir noch keine? Oh Gott, wie hieß das nochmal? Oder war das das Gasthaus? Fürs Festmahl. Hier, Brot. Jetzt können wir es machen. 2, 3 stellen wir her. Einmal mit Brot boosten. Zack, geht schneller. Das ist wichtig. Die Gourmetgerichte sind Gold wert. Und mehr Brot geht auch schon gar nicht mehr. Mehr Brot können wir schon gar nicht mehr verbrauchen. Wieder zurück nach Meteora. Eine weitere Annehmlichkeit. Bisschen mehr Nahrung auf Vorrat. Wir wollten Gesundheit und vielleicht Forschung boosten. Statt Sicherheit ist eigentlich egal. Nahrung geht immer. Fisch haben wir zu wenig. Brot haben wir jetzt auch zu wenig. Gourmetgerichte werden bei der Zufriedenheit verschenkt. Würde ich später machen. Metalltöpfe stellen wir keine her. Tunike. Mehr Stadtwohlstand, mehr Geld. Dann würden wir die wenigstens endlich mal nutzen für was. Hoppla. Jetzt ist es da. Alles klar. Dann wieder raus. Was haben wir sonst gebaut? Das war das Fischernetz hier vorne. Alles gut. Eine Jagdlage wurde errichtet. In Vergiss euch nicht. Da startet eins weiter oberhalb. Was wollen wir herstellen? Ich glaube, wir wollen keine Pelze herstellen, sondern Wildbret. Ne? Weil das brauchen wir für Pökelfleisch. Ist bald erschöpft. Hier gehen wir einmal rein und schon plus minus 1,0. Alles gut. Und hier könnten wir noch einen reinpacken, der uns noch ein bisschen mehr bringt.
einen Experten. Mal gucken, ob wir einen finden. Fleisch war der Plan, genau. Haben wir noch irgendwo einen, den wir woanders abziehen können? Hier können wir einen abziehen, ohne dass es wirklich wehtut. Oh Gott, wo waren wir gerade nochmal? Bei? Oh Gott, wo waren wir gerade nochmal? Beim Jagdlager. Da kommt der Experte rein. Im Augenblick 1 alle 3 Runden. Und jetzt 1 alle 2. Genau richtig. So tun wir das. Sehr schön. Das war das Jagdlager. Nächster Bau. Die Bäckerei. Die dritte oder vierte Bäckerei. Und jetzt stellen wir erstmals in einer Bäckerei auch konservierte Lebensmittel her. Weil bislang nur Brot. Alles, was wir an coolen Dingen haben, ach, wir haben noch kein Metallwerkzeug. Das müssen wir nachher austauschen oder von woanders abziehen. Wir brauchen, das ist so wichtig. Zuerst packen wir mal alles rein, was hier geht. Reiskörner. Wir schwimmen in Reiskörnern. Alle 10 Runden. Ein konservatives Lebensmittel. Brot. Oh, oh. Nahrung. 10 Nahrung. Gar kein Problem. Wir haben unfassbar, die Nahrung wird nicht lokal abgezogen, sondern aus dem globalen Pool. Und dann Sirup, Salz. Wir trinken den Salz. Super. Top. Großartig. Alle 6 Runden. Jetzt brauchen wir hier oben eventuell noch Experten drin und bessere Gegenstände. Wir müssen von irgendwo noch Metallwerkzeuge finden, die wir abziehen und in Athen reinpacken. Gott, oder wir merken uns das einfach und schauen mal, wo wir gerade Metallwerkzeuge herstellen. An einem Ort, hier unten. Einmal pro Runde. Dann beschleunigen wir die mal mit Geld. Boah, teurer Spaß. Sollen wir einmal Geld investieren, damit wir mal ein paar Metallwerkzeuge mehr bekommen? Das ist ein richtig teurer Spaß für Marns. 21 Gold verlieren wir Runde für Runde. Damit wir ein paar Metallwerkzeuge bekommen hier. Okay? Dann lohnt sich aber auch das Zahnrad, weil das ist effizienter als das Seil. Experte ist drin. Teurer Spaß. Merkt euch das mal mit. Ich vergesse was. Ich würde das, wenn ich privat spielen würde, mir auf ein Zettelchen notieren. Das wäre in Paris unfassbar viel Geld ausgeben, um in einer Werkstatt Metallwerkzeuge herzustellen. Ihr merkt euch das, ich nicht. Wir können auch mehr Metallbarren herstellen, daran arbeiten wir auch. Wir arbeiten an allem auf einmal, an allen Fronten. So, eine Metzgerei. Wir brauchen Pökelfleisch. Ja, Vermögen will ich nicht reinstecken. Tiere haben wir keine. Fisch. Wir haben genug Fisch. Und dann ein kleiner Boost noch durch Salz hier. Pökelfleisch unendlich mit Metallwerkzeuge sind drin. Jetzt, und es ist ein Experte drin. Und wir produzieren wie viel davon pro Runde? 0,6. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang hier. Das war die Bäckerei. Die müssen wir nachher in Athen noch umbrezeln hier. Ein Event. Ein Höfling überbringt eine Botschaft von einem Anführer in Not. Seine Armee steckt in einer festgefahrenen Schlacht und hat kaum noch Vorräte. Die Bäuche seiner Soldaten knurren und ihre Zukunft ist ungewiss. Ist es möglich, sie mit frischen Vorräten zu unterstützen? Ja, was meint ihr? Also die Beziehung mit Elisabeth und den Engländern und Engländerinnen ist extrem mies. Die sind bei uns auf demselben Kontinent. Wir haben im Augenblick keine Handelspartner. Das ist ein bisschen doof. Andererseits wiederum, die Franzosen haben Probleme, überhaupt mit Leuten uns gut zu stehen, weil wir einen Malus haben. Bei Partie startet schon die ganze Zeit unsere etablierte Beziehung, also der Richtwert, wo die Beziehung immer so hinpegeln nach Events, ist ein geringerer. Das heißt, wir haben immer ohnehin schon Probleme. Das heißt, es ist schwierig, ohnehin Handel zu treiben. Es geht mehr in Richtung Autarkie bei uns, also Selbstversorgung. Deshalb könnten wir auch sagen, schlechter als so gehen die Beziehungen nicht. Und wir nehmen einfach mit 5 Gesundheit für alle unsere Städte.
Würde ich machen. Was schlechter geht's eh nicht. Auf Dauer werden die eh nicht besser sein. Ja, wir sind Franzosen. Wie gut verstehen sich Franzosen traditionell mit Engländern? Eben. Stattdessen nehmen wir die Gesundheit mit für unsere Städte. Ein Zug weiter. Eine Runde weiter. Alles klar, eine Runde weiter. Ein goldenes Zeitalter hat begonnen. Sehr schön. Alles, was in den nächsten 10 Runden, glaube ich, das ist die Regeleinstellung, Prestige produziert. Da gibt es einen Prestige-Bonus drauf von, ich glaube, nochmal 50% mehr. Müsste ich nachher nochmal nachgucken. Räder konnten wir schon vorher herstellen. Manche Sachen sind ja doppelt in Forschung drin. Manche Gebäude oder manche Gegenstände. Akademien wollen wir gerne bauen. 15 Stadtwissen. Geht, glaube ich, in jeder Stadt eine. Dann gibt es mehr Forschung. Akropolis. Kann man bauen, muss man nicht. Das ist ein Weltwunder. Wenn man das in einer Stadt baut, werden alle anderen Weltwunder in der Stadt schneller gebaut. Das klingt super cool, nur Weltwunder nimmt immer eine ganze Region ein. Deshalb ist die Frage, ob sich das lohnt. Bin da unentschlossen. Akademien sollten wir möglichst bauen. Nächste Sache, wir könnten jetzt schon in die nächste Ära aufsteigen. Bögen für Arenen. Man kann, glaube ich, nur eine Arena bauen pro Reich und die gibt einmal 10 Stadtzufriedenheit. Die Bögen lassen wir weg. Die Zitadellen, die geben Stadtsicherheit. Mehr Stadtsicherheit gibt mehr Prestige unterm Schnitt, aber wir haben kein Prestige-Pro. Ich würde das auch überschlagen. Ich würde die einfach weglassen. Die Bögen lassen wir weg. Das Stipendium brauchen wir auf jeden Fall für die Bibliothek. Da gehen wir jetzt mal rein. Einen weiteren Anspruch erzeugt in Madrid, in der eroberten Stadt. Wir haben, glaube ich, 2 Experten dazu bekommen. Wir können eine weitere Region klären. Bevor wir irgendwas machen, wir wollten doch hier Metallwerkzeuge irgendwo einstellen. Wo war das nochmal? In irgendeinem Gebäude wollte ich Metallwerkzeuge einstellen. Wo war das? War das in der Werkstatt? Liebe Leute, ihr helft mir. In welcher Stadt wollte ich Metallwerkzeuge reinpacken? Wo war das nochmal? Oder war das in Meteora? Leute, wo war das? Wo wollte ich Metallwerkzeuge einstellen? In Köln. Ich komme gleich rüber in Köln. In Athen. In Athen. Der Weber für die Tier, die Bäckerei. Einmal Metallwerkzeuge. Der Weber bekommt ein Rad. Sehr schön. Das sieht doch schon mal ganz gut aus jetzt. Die große Feuerstelle bekommt eine Kerze mehr für mehr Stadtwissen. Oder etwas mehr Zufriedenheit, damit wir bei 100% landen. Wir brauchen allerdings 3, nicht 2. Die Ziervase gibt 2. Gehen, packen mal die Kerze rein. Ein Zahnrad. Ja, wie viele Zahnräder haben wir mittlerweile? 2. Die würde ich gerne in Werkstätten einstellen, die Zahnräder produzieren. Damit wir noch schneller Zahnräder bekommen. Seile austauschen gegen Zahnrad hier. Seile austauschen gegen Zahnrad hier vorne. Jetzt haben wir wieder keinen und die nächsten machen wir auf dieselbe Weise weiter hier. Okay? Gott, in irrem Tempo geht das Geld weg. Wir müssen irgendwo Geld rausnehmen. Wo war das nochmal mit dem Geld, Leute? In Paris, ne? Also langsam, das ist mir zu heftig. Wir müssen irgendwo das Geld wieder rausnehmen. Wo hatten wir das Geld drin? Wo stellen wir unfassbar teure Sachen her? Das war da irgendwo in Paris, hatten wir Geld reingepackt, ne? Wo war das nochmal? Das war hier, ne? 15 Vermögen, das nehme ich mal raus. Ach, wir wollten ja so viele Metallwerkzeuge herstellen. 1 alle 2 Runden. Komm, wir ziehen es nochmal kurz durch hier. Metallbahn brauchen wir gleich für Truppen. Metallbahn stellen wir her, aber 2,6 pro Runde. Wir wechseln mal auf die Metallbahn. Wir bleiben trotzdem noch knapp im Plus. Die brauchen wir gleich mit dem neuen Zeitalter für tolle Truppen her. Jetzt haben wir minus 10 Gold, das ist okay.
ein Fertiger untätig, eine Werkstatt in Madrid, wunderbar. Und er könnte nochmal auf Zahnräder gehen oder nochmal auf Webstühle. Erstmal überall auf Zahnräder, ne? Wir haben nicht genug zum Boosten. Die Körbe gingen alle. Guck mal, wir stellen mal hilfsweise auf Körbe ein hier. Weil die können wir problemlos boosten. Mit Materialien und mit Holz. Das geht immer. Da gebe ich aber keine Steinwerkzeuge für hier, keine Metallwerkzeuge für hier, nur ein Steinwerkzeug und ein Seil. Das ist die Werkstatt, die gerade fertig geworden ist. Super. Sperrgehalt. Ja. Der andere Speer ist abgehauen. Der ist hier unten. Wir hallen noch weiter aus hier. Hallen ist, glaube ich, immer noch eingestellt, ja. Dann springen wir wieder oben hin nach. Einheiten untätig. Einmal Sachen einsammeln. Hier vorne Angriff auf Huesca, bitte. Bonus irgendwo eingestellt. Technologien erforschen. Goldenes Zeitalter hat bekommen und läuft 15 Runden. Normalerweise sind es 10, das sagt auch der Tooltip, aber unsere Johanna, die hat eine Eigenschaft. Sie ist sehr überzeugend. Dadurch 5 Züge mehr fürs goldene Zeitalter. Und es gibt 25% mehr Prestige nur, nicht 50% mehr. Mit ein bisschen Glück kann man das mit Weltwundern timen, dann ist das effizient. Alles klar. Und ein Zug weiter hier. Ein Zug weiter und Angriff auf Huesca hier. Hier startet nächste Runde die Belagerung. Und dann wollen wir die Stadt dem Erdboden gleich machen. Warum? Weil wir es können.